Wie geht ihr damit um, dass es jetzt gleich aus der Vorbereitung so Knall auf Fall geht? Ja, also wir freuen uns, jetzt auch unser erstes Heimspiel absolvieren zu dürfen, direkt am Freitag. Abendspiel, Domspiel. Ich glaube, wir freuen uns da alle drauf. Wie sieht es mit dem Training aus, beziehungsweise wie viel könnt ihr denn jetzt überhaupt machen in den paar Tagen, die euch bleiben? Ja, ich glaube, der Fokus liegt schon auf der Regeneration. War ein anstrengendes Spiel am Montag, deswegen allzu viel trainieren werden wir diese Woche nicht. Wahrscheinlich eher im taktischen Bereich, taktisch-technischen und regenerationstechnischen Bereich werden wir arbeiten können diese Woche. Was erwartet euch denn mit Fürth für einen Gegner und hängt da vielleicht auch noch das letzte Saisonspiel aus der vergangenen Spielzeit nach, wo ihr dann ja doch noch am Ende eine bessere Ausgangsposition oder einen besseren Tabellenplatz auf den wirklich allerletzten Metern verspielt habt? Ja, ich glaube, das Ding jetzt nicht allein an dem Fürth-Spiel. Das war ärgerlich, dass wir da durch den Standard die Tabellenplatz weggegeben haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gerade am Anfang der Saison versucht jede Mannschaft 100% zu geben, um gut in die Saison reinzukommen. Da müssen wir voll dagegen halten und gerade zu Hause am Millerntor mit unseren Fans im Rücken wollen wir 3 Punkte einfahren.